dann bauen die so, dann ist entweder Umbau oder Neubau das ganze Haus mit Photovoltaik eingedeckt. Weil die Zellen dann nicht mehr 13, sondern 30% Wirkungsgrad haben, Dünnschichtzellen, die auch bei diffusem Licht Strom machen, dann machen sie auf einem normalen Haus 25.000 Kilowattstunden. Innen drin brauchen sie 3.000, das ist nicht sparsam, sondern das ist nur halbwegs vernünftig. 1.000 für die Restheizung, weil die natürlich Passivhausbau machen. Wir könnten das ja heute, wir brauchen doch gar keine Energie mehr zum Heizen beim Neubauen. Könnten wir mit eigenen Handwerkern. Und dann können die zwei Elektroautos fahren und haben in der Summe einen Verbrauch von 8.000 Kilowattstunden. Alles mal überschlagen. Wenn Sie die normale deutsche durchschnittliche Motorenleistung nehmen, 14.000 Kilometer im Jahr, 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, und das wird ja noch sparsamer werden, und haben fast 15.000, 16.000 Kilowattstunden, die Sie überhaben, die Sie einspeisen können. Das ist die Vision. Das ist eine ökologische, industrielle Revolution. Mein Sohn hat dann gesagt, wieso bauen wir erst 2030? Und das ist das eigentlich, ja, weil wir wissen, dass die Herausforderungen vom Klimaschutz genauso hart sind und sich eher zuspitzen als abschwächen. Und wir wissen, dass die fossilen Energiestoffe sukzessive, nicht auf den Schlag, aber sukzessive weniger werden und dass wir uns eigentlich gar nicht erlauben können, die Kohle alle zu verbrennen. Und das Problem wird sich ja in anderen Ländern in der Welt viel dramatischer zeigen. Und dann ist die Frage, stellt Europa, stellt Nordrhein-Westfalen sich so auf, dass wir bei diesen neuen industriellen Revolutionen den Fuß reinkriegen und das vorantreiben. Und was wir aber haben, das ist die bittere Realität, Rebecca hat das ja ganz richtig beschrieben, bei der Frage moderner Autos war NRW immer in der Bremserrolle. Wir haben erbittert gekämpft gegen die niedrigeren Grenzwerte, jetzt kriegen wir die Quittung dafür. Und NRW war beim Emissionshandel in der absoluten Bremserrolle. Wir wollten, dass RWE weiter die Emissionsrechte umsonst kriegt. Ein einziger Irrsinn, war völlig klar, wir verlieren. NRW muss jetzt immer nach Berlin abliefern, Größenordnung 5 Milliarden Euro pro Jahr. Und jetzt bauen wir die alten Kohledinger hier noch weiter und liefern damit noch mal 40 Jahre Geld ab, ohne dass wir damit hier das revolutionieren. Also deswegen kriegt ihr das mit dem Josef Howe-Jürgen hin, aber im Moment sind da gewisse Weichenstellungen und Blockaden, die auch industriepolitisch für dieses Land nicht vernünftig sind. Und ich will das vielleicht sagen, abschließend, ich bin nur heilfroh, ich lebe ja in Aachen, ist eine europäische Stadt, ich bin in der Bilanz, du kannst frustriert sein, Mama, das ist auch gut nachvollziehbar. Aber wenn Europa nicht wäre und bei den Punkten treiben würde, wenn Nordrhein-Westfalen das alleine bestimmen würde, früher unter Clement und auch leider jetzt noch, würden wir nur machen, was für RWE gut ist. Und das ist nicht vernünftig. Und insofern kann man nur immer wieder froh sein, dass bestimmte Impulse von Europa kommen, weil ohne die Klimaschutz und ohne andere Sachen wären wir lange nicht so weit. Dankeschön.